I stay. When you move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I serve. If this love I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, all your ways are good. All your ways are sure. Trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Sogo heute Abend. Es ist schön und es ist gut, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern. Und wir feiern diesen Gottesdienst wie jeden Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kurz zur Info am Anfang, dieser Gottesdienst wird aufgenommen und kann auf dem Sogo-Kanal auf YouTube nachgeschaut werden. Genau. Außerdem, Corona-mäßig wissen wir alle Bescheid, ihr habt auch alle Maske auf. Müssen wir Maske auflassen am Platz, aber Singen mit Maske ist erlaubt. Ja, heute Abend haben wir das Thema in der Liebe eingewurzelt als Gemeinde? Fragezeichen. Das Thema hat uns heute Marika Rimkus mitgebracht. Sie wird heute auch ein Prediger. Marika, ich glaube, wir brauchen dich nicht vorstellen. Du bist schon fester Bestandteil vom Sogo-Team, auch schon einige Male zu sehr gewesen. Schön, dass du da bist heute und deine Gedanken mitgebracht hast. Du hast ja gesagt, das Thema knüpft auch ein bisschen an diesen Gemeindeentwicklungskongress statt, den wir ja schon letztes Jahr mal hattet, wo es darum ging, gemeinsam zu wachsen. Das soll das heute Abend ein bisschen anknüpfen. Und ich finde es auch gut und wichtig, dass wir uns nicht nur ausschließlich über unsere eigene Beziehung zu Gott oder über einen eigenen Glauben Gedanken machen, sondern auch mit der Frage, wie es eigentlich auf dem Flyer steht, mit der Gemeinde, also im Miteinander. Ich finde, das ist ganz gut und ganz wichtig. Zu Beginn würde ich jetzt noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater, ich danke dir für den Tag, der hinter uns liegt. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für unsere Gemeinde. Ich danke dir, dass du jetzt heute Abend mitten unter uns bist. Danke dir, dass wir in dir verwurzelt sein dürfen, dass du, Vater, dass du uns Halt gibst, dass du uns Leben und Heil gibst und geben willst. Da danke ich dir dafür. Wir möchten uns heute Abend auf dich ausrichten. Jeder Einzelne, aber genauso wirklich auch als Gemeinde möchten wir uns ausrichten auf dich, auf das, was du uns sagen möchtest, wo du uns hinführen möchtest heute Abend. Ich bitte dich einfach um dein Wirken, um dein Nahesein. Bitte stärk uns, bitte begegne uns. Amen. Wir starten in einen kleinen Liedblock mit 3 Liedern. Schön, dass ihr Hornburger and Friends heute am Start seid. Füllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da? Auch Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Liebe, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Auch wenn ich mich verloren fühle, Vater, das möchte mir mit allem, was wir sind, dich lobe, dich anbete, vor dir zur Ruhe komme und dir die Ehre gebe. Den Lieder, wo wir jetzt für dich singen, möchte mir dir näher kommen. Amen. Als du sprachst, es werde Licht, wiche Nacht und Finsternis. Du schufst den Tag, sahst, wie gut es war. Formtest den Himmel und das Meer, mit seiner Stimme großer Herr. Dein Wort hat Kraft und bezeugt deine Macht. Worte der Hoffnung. Du hast Worte, die berühren. Du hast Worte der Liebe. Du sprichst zu mir. Nur ein Wort aus deinem Mund, der Sturm verstummt, ein Zeichen deiner Hand, und das Meer wird still. Wenn du sagst, es soll geschehen, müssen Tod und Krankheit gehen. Dein Wort hat Kraft und bezeugt deine Macht. Du hast Worte der Hoffnung. Du hast Worte, die berühren. Du hast Worte der Liebe. Du sprichst zu mir. Wenn du sprichst, der verliert die Welt an Wichtigkeit. Wenn du sprichst, Herr, werde ich von meiner Angst befreit. Wenn du sprichst, Herr, bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Denn du zeigst aufs Neue, du bist da. Wenn du sprichst, Herr, verliert die Welt an Wichtigkeit. Wenn du sprichst, Herr, werde ich von meiner Angst befreit. Wenn du sprichst, Herr, bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Denn du zeigst aufs Neue, du bist da. Du hast Worte der Hoffnung. Du hast Worte, die berühren. Du hast Worte der Liebe, du sprichst zu mir. Ich frage heute mal die Hornburger and Friends. Was fällt euch zum Thema verwurzelt ein? Ich komme gerade mal zu euch vor und jetzt sage Ladies first. Es gibt Flachwurzler und Tiefwurzler. Und ich finde, die Tiefwurzler sind, glaube ich, geschickt, auch im Glauben. Okay, es gibt Flachwurzler und Tiefwurzler. Und die Tiefwurzler sind geschickt, okay. Ganz interessant. Zu was hättest du dich zählen? Ey, lassen wir es, ist okay. Ist okay. Martin, was fällt dir zum Thema verwurzelt ein? Kälberbrunner Tanne. Okay, Elle mit den Bäumen. Kälberbrunner Tanne, super. Marco, bist du bereit? Die Frage war, was fällt dir spontan zum Thema verwurzelt ein? Aus dem Alltag oder was auch immer? Ich glaube, der erste Gedanke geht wahrscheinlich in die pflanzliche Richtung. Aber ich glaube, im Glaube kann man es genauso übertragen. So ungefähr der Halt im Boden oder der Halt im Fundament vielleicht. Mhm, voll cool. Auf hinaus, oder? Ich wollte auf gar nichts hinaus, Marco. Aber ja, also der Halt im Glaube oder die Verankerung, ja, voll gut. Ja, vielen Dank mal für eure spontane Kurzbeiträge. Mir ist spontan auch ein Baum eingefallen, wenn es ums Thema verwurzelt geht. Und zwar habe ich dieses Frühjahr schon mal einen Baum gefällt, eine Birke. Und ich finde es immer ganz cool eigentlich, wenn man einen Baum fällt und der kracht zu Boden und es fühlt sich eigentlich richtig cool an. Aber bei dem Baum war es so, das war im Februar und ich bin heute 2 Wochen später vorbeigekommen an dem Baumstumpf, der blieb so hoch stehen und da war ich ganz verwundert, weil aus dem Baumstumpf oder über dem Baumstumpf war alles voller Eis, so dicke Eisschicht. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Es hat nicht geregnet oder nicht so viel. Woher kommt das Eis? Und konnte es mir am Anfang schon gar nicht erklären, außer dass mir klar war, okay, das muss ja eigentlich von der Wurzel kommen. Die Wurzel muss weiter Wasser treiben und das Wasser ist gefroren. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz witzig, so, wenn man drüber nachdenkt, beschäftigt man sich immer nur mit dem, was vor Auge ist. In dem Fall habe ich mich mit dem Baum befasst, der vor meine Augen ist oder den ich umgeschmissen habe. Und so oft vergessen wir eigentlich, was unter der Erde ist. In dem Fall war es die Wurzel. So Wurzel ist ja fast so groß wie die Baumkrone und ja, im ersten Moment gar nicht so dran gedacht. Und ich würde sagen, in meinem Leben achte ich oft auch mehr auf das, was vor Augen ist, was so präsent ist, was man sieht. Und ich vergesse manchmal das, was mich eigentlich hält oder ja, was mich verankert im Boden, wie es der Marco gesagt hat. Ich bin gespannt, wie es heute Abend oder in der Predigt weitergeht. Marika, ich möchte dich gern nach vorne bitten und möchte dich natürlich auch fragen, was fällt dir spontan zum Thema verwurzelt ein, noch vorab. Darfst du deine Maske abnehmen? Also ich bin kein Gärtner und trotzdem habe ich den Baum im Kopf, das vielleicht mal so vorneweg, aber es geht echt um die Tiefe und das Gehaltensein im Sturm. Bäume können abbrechen im Sturm oder sie können es schaffen. Wir haben jetzt doch durch den Klimawandel so das eine oder andere zu ertragen und die Flachwurzler, Andrea, die hat es nämlich flächenweise in ganz Deutschland die letzten Jahre aufgrund der Trockenheit auch weggehauen. Und die Tiefwurzler bleiben stehen. Diese tiefe Wurzel in Jesus, das ist einfach eine ganz große Sehnsucht in mir. Cool, vielen Dank. Da greife ich nicht viel vorweg und freue mich auf deine Predigt. Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal an den Lobpreis, das, was die Texte da ausdrücken, da finde ich, geht es schon los, da wird schon deutlich, wie groß Jesus in unserem Leben ist, was da alles an einzelnen Puzzlesteinen jeder von uns Einzelne wahrscheinlich schon erlebt hat. Mich bewegt es, wo Paulus am Ende des 3. Kapitels im Epheser dieses Gebet spricht für die Gemeinde, wo er wünscht, dass wir eingewurzelt sind in die Liebe. Wenn jemand von uns schon mal verliebt gewesen ist, soll ja vorkommen in diesem Leben, dann kann man sich bestimmt erinnern, wie resistent wir gegen alles Mögliche sind. Müdigkeit ist kein Thema, Kritik ist kein Thema, wir halten durch, wir stehen hinter jemand, es kann uns nicht so schnell irgendetwas umhauen. Und das verbinde ich damit, wenn wir so eingewurzelt wären, so wie dieses Bild da ist, wirklich eingewurzelt in diese Liebe, dann kann uns nichts mehr umhauen. Und gerade in dieser Zeit, wo so viel los ist, ist da vielleicht noch ganz viel draußen an Menschheit unterwegs, die von dieser Liebe nichts wissen, die so unumstößlich ist, diese Liebe des Vaters. Pfarrer Keimig hat es heute früh gesagt, angenommen, egal wie, einfach angenommen beim Vater. In meinem Leben ist es das höchste Gut und ich würde es jedem Menschen wünschen, der irgendwie auf der Suche ist, der Unsicherheiten in seinem Leben hat. Das ist der einzige Ort, wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Vom Herzen her, ich bin angenommen. Das muss nicht jeder teilen, ich bin nicht immer lieb und nett, ich verletze, aber ich weiß, beim Vater bin ich angenommen, ganz unabhängig von dem, was ich tue, mir erlaube. Ich lese das mal vor, Epheser 3,17, das ist so die Grundlage, wo ich mich gefragt habe, könnten wir das also auch als Gemeinde sein? Letztes Jahr im Oktober hatten wir diesen Kongress, zusammenwachsen oder zusammenwachsen. Und dazwischen war Covid. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so sehr unser Leben bestimmen wird. Ich hoffe, dass wir eher so am Ausgang sind, man weiß es nicht. Aber wie kann es passieren, dass Gemeinde wirklich zusammenwächst? Paulus betet, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, direkt. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Da ist kein Sturm zu groß. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er schließt mit Amen, so sei es. Mir ist jetzt wichtig, ich habe noch ein paar Bibelstellen dabei, weil wir Epheser jetzt einfach mal die Gemeinde in Ephesus betrachten. Eine Gemeinde, die ein ganz normales Gemeindeleben führt, so wie wir auch, mit allen Höhen und Tiefen. Sie soll als Modell dienen. Und ich habe so ein paar Bibelstellen dabei. Mir ist es wichtig, versucht mit dem Herzen zu hören, was für euch dabei heute ist. Es geht nicht darum, irgendwas zitieren zu können oder das einordnen zu können. Möglichst mit dem Herzen hören, was bedeutet es für uns als Gemeinde im Pfalzgrafenweiler? Das ist die Frage, die mich irgendwie motiviert hat, an dem Thema weiterzuarbeiten. Ich möchte erst mal sagen, ich fand das schön, Michi, als du gesagt hast, man muss mich nicht mehr vorstellen, ich gehöre zur Gemeinde. Mein Gefühl ist manchmal noch ein anderes. Ich bin vor 3,5 Jahren hierher gekommen und ich habe heute aber tatsächlich gedacht, es ist Grund zu danken. Pfalzgrafenweiler ist eine tolle Gemeinde. Als diese Covid-Zeit jetzt kam und dann nur noch Arbeit und ich selber war, hat die Einsamkeit so an meiner Tür geklopft und ich habe gesagt, das ist jetzt genug. Genug ist genug. Und ich habe mich reingeschmissen, ich habe Leute angerufen, ich habe mich beim Kaffee aufgedrängt, in den Hauskreis hineingefunden. Und es hat funktioniert. Pfalzgrafenweiler, wir, ich sage jetzt wir, sind eine Gemeinde mit ganz vielen Stärken und Ressourcen. Ich habe wunderbare Menschen getroffen, manche sagen schon, wo du überall warst, beim Kaffee oder auf dem Bier. Ja, wenn wir die Türen öffnen und voneinander wissen, dann wird Gemeinde stark. Gemeinde ist immer so stark, wie der Einzelne auch ist. Und ich habe mich so gefragt, Gemeinde ist ja auch dieses Bild von Familie. Und ich erlebe das gerade wieder. Ich habe so eine Clique. Eine Freundin ist jetzt betroffen. Sie wohnt direkt in Ahrweiler. Das Haus steht unter Wasser. Sie können da gerade nicht sein. Diese Flut, wo man denkt, die Bilder kenne ich doch aus Amerika. Und eine andere Freundin aus der Clique sagt dann, ich weiß auch nicht, was schlimmer ist, wenn die Hütte abbrennt oder alles unter Wasser steht. Eine andere Freundin aus dieser Clique hat vor 2 Jahren stundenlang zugeguckt, kontrollierter Abbrand, wie das Lebenswerk abgebrannt ist, die Firma, die sie zusammen mit ihrem Mann aufgebaut hat. 2 Leute, eine Clique, wir sind 5. Ich denke, was passiert da eigentlich alles? Ich konnte sie noch nicht so überzeugen, den Sinn im Leben oder den Halt im Leben in Jesus zu finden, aber ich würde es ihnen wünschen. Was ich aber sehe, sowohl in der einen Krise vor 2 Jahren als auch jetzt in der Krise in Ahrweiler, ist einfach das, dass Familie ganz große Bedeutung hat. Auch für mich, ich bin Single. Meine Eltern sind irgendwie immer noch da, ohne dass ich nicht erwachsen bin. Familie, das ist auch ein Begriff für Gemeinde, nicht umsonst werden wir auch Geschwister genannt. Das ist was, was hält. Und ich wünsche, dass wir das einfach nochmal miteinander so erkennen, gerade auch in der Zeit, wo Covid uns so auseinandergehauen hat, wo die Kontakte nicht mehr so möglich waren, so irgendwie. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das mich auch bewegt hat für diese Predigt, von David Jacobs Bosch, ein südafrikanischer Missionar. Ich finde, er hat vor vielen Jahren etwas gesagt zur ganzheitlichen Mission, was in unsere Zeit passt, wo ich hoffe, wir gehen ermutigt raus. Er sagt, die Kirche schuldet der Welt den Glauben. Christen sind Botschafter der Versöhnung. Sie kommen nicht aus Überlegenheit, sondern aus Solidarität. Als Bettler zeigen sie anderen Bettlern, wo sie Brot finden. Die Kirche schuldet der Welt Hoffnung, sagt er. Die Kirche schuldet der Welt Hoffnung. Christen können es Neues wagen, weil Gott alles neu machen wird. Wenn Gott einmal alle Tränen abwischen will, können wir uns nicht mit Tränen zufrieden geben oder Ungerechtigkeiten erdulden. Die Kirche schuldet der Welt Liebe. Jesus hat sich selbst als Diener verstanden. Er hat sein Leben aus Liebe dahingegeben, wegen seiner Narben glaubten die Jünger. Bis heute sind Christen dazu aufgerufen, als Dienende diese Liebe Christi zu verkünden. Wie wächst Gemeinde? Dieses Thema, was wir hatten. Ich habe heute noch mal so in der Apostelgeschichte gelesen und ich habe gedacht, boah, jetzt könnte ich abheben. Was Paulus, was wir da lesen, was er bewegt hat, wie Gott genutzt hat, was Menschen ihm zur Verfügung gestellt hat. Das ist echt irre. In der Apostelgeschichte 2, 37 bis 47, das ist so eine Erweckungszeit. Im Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Petrus hat da gepredigt. Vers 41, 3000 Seelen kamen hinzu. Eine Predigt, 3000 Seelen damals. Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, diese Schlichtheit des Herzens. Vielleicht ist es, diese Liebe nach außen zu tragen, kein großes Ding. Es sind die Kleinigkeiten, die Wachsamkeit, die offenen Augen. Ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen. Gestern, 19 Uhr, sollte ich zum Essen kommen und ich fahre an einer Frau vorbei, die sich schwer tut, mit einem Rollstuhl irgendwie so eine Anhöhe hochzufahren und ich denke, oh, anhalten, aussteigen, hochschieben. Nee, ich komme zu spät. Ich bin weitergefahren. Pünktlich sein war wichtiger. Alles andere als das, worüber ich predige. Die Schlichtheit, das ist, glaube ich, das sind die offenen Augen im Alltag. Da möchte ich wachsamer sein und die Prioritäten auch neu setzen und vielleicht können wir uns da gegenseitig ermutigen. Wir haben es auch erlebt, es ist Konfirmationswochenende. Neue sind hinzugekommen. Es ist einfach schön zu sehen, wie junge Menschen sich entscheiden. Und Pfarrer Keimig hat heute Morgen gesagt, es ist so wichtig, ohne Vorbilder. Alleine können wir den Glauben nicht leben. Alleine, hat er gesagt, scheitert der Einzelne an Leid und Schmerz, auch Schuld dieser Welt. Ich stehe nicht hier, um uns zu vereinen, wenn das Leben eh blüht und wenn alles gut läuft. Dafür kann ich gar kein Zeugnis sein. Mein Leben ist so kreuz und quer gelaufen bis jetzt. Aber dieses Zusammenstehen hat damit nichts zu tun, dieses den anderen kennen, sein Herz kennen, seinen Schmerz kennen, seine Freude kennen, seine Sehnsucht kennen. Darum geht's. Vorbilder, miteinander sein. Der zweite Punkt, Andreas Malessa letztes Jahr im Oktober, der Kongress hieß ja Zusammenwachsen. Und ich dachte, wow, das Thema zeigt auch den Hunger, den wir haben. Diese Überschrift weist doch hin auf einen Hunger, uns und unsere Ressourcen für Jesus einzusetzen. Hier stand so ein großes Roll-up, draußen haben wir einen Baum gepflanzt und vielleicht geht es jetzt darum, dem ganzen Leben zu verleihen, nach dieser Covid-Pause, wo es uns alle irgendwie in eine Ruhe oder auch nicht, Ruhe und Zoom-Stress, ich weiß nicht. Und Andreas Malessa hat gesagt, Jesus ist doch jemand, der zum Hilflosen wurde in seiner Menschwerdung. Er sagte, die Mitleidenschaft mit einem Hilflosen, damit hat er auf Jesus hingewiesen, schafft manchmal einen Dachschaden im üblichen Lehrgebäude. Er hatte sich bezogen auf die 4 Freunde, die alles gegeben haben, um ihren gelähmten Freund zu Jesus zu tragen, das Dach abgedeckt haben. Daher kommt diese Ausdrucksweise. Nachfolge kann bedeuten, die Mitleidenschaft mit einem Hilflosen schafft manchmal einen Dachschaden im üblichen Lehrgebäude. Wir alle haben ein Leben hinter uns, jeder hat seinen eigenen Rucksack. Es läuft nicht überall nur glatt und wie du gesagt hast, das, was man von außen sieht, ist kein Hinweis auf das, was innen ist. Das haben wir gelernt in dieser Gesellschaft, funktionieren und zu lächeln, so sind wir erzogen worden. Und er hat 4 Punkte gehabt. Er hat uns gefragt, Mitleidenschaft mit einem Hilflosen, Punkt 1. Wen trage ich denn gerade? Welchen Hilflosen, Depressiven oder Verzweifelten? Weiß ich überhaupt, wie es dem Nachbar geht? Und 3, habe ich denn, ich selber, 4 Freunde, die mittragen, für mich ein Dach abdecken würden, mich zu Jesus tragen, wenn ich gelähmt bin, was auch immer das heißt. Nachdem ich ja jetzt Wohnung gesucht habe, einige wissen das und ich dann auch in die Sogo-Gruppe und in den Shalom-Chor das reingestellt hat, ich war echt bewegt, wer sich alles angeboten hat, mitgedacht hat, Hinweise für Wohnungen gegeben hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist so ein Stück, obwohl ich mich manchmal noch fremd fühle, Teil dieser Familie zu sein und zu wissen, ich kann da Menschen ansprechen. Schauen wir auf die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Ephesus könnte so ein Gemeindemodell sein, so eine 0815-Gemeinde, aber eines fasziniert mich extrem an dieser Gemeinde. Wenn wir die Paulusbriefe angucken, es ist nicht ganz klar, ob die Verfasserschaft bei Paulus liegt beim Epheserbrief, aber es macht gar keinen Sinn, das zu thematisieren, weil diese Begrüßungsfloskeln, im Epheser 1,15, die finde ich bemerkenswert. Da schreibt er, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer und so weiter und so fort. Ich war viele Jahre so im Freikirchlichen unterwegs und wenn ich an Würzburg denke, mich hat dieser Gedanke schon ein paar Mal, also schon vor Jahren fasziniert, dann ist eine Gemeinde, ich weiß nicht so genau, wie es hier ist, weil ich kenne nur euch, uns. Die eine Gemeinde war bekannt für den guten Kaffee, die andere Gemeinde hatte einen super Prediger, die nächste Gemeinde hat einen perfekten Kinderdienst, da war der Lobpreis richtig cool und. Und hier wird eine Gemeinde beim Namen genannt und begrüßt mit den Worten, ihr seid für mich bekannt für euren Glauben und für die Liebe, die ihr zu den Menschen habt. Da kommt das her, dass ich mir überlege, können wir nicht nur als Einzelner, können wir als Gemeinde schier überfließen davon, eingewurzelt zu sein in dieser Liebe, die Gott uns jeden Tag zur Verfügung stellt, wo er sagt, ich bin die Liebe. Und wir haben Beziehung zu ihm. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Wir können einfach auf ihn zugehen. Diesen Brief schreibt Paulus, wenn es so ist, im Gefängnis. Er hat die Gemeinde in Ephesus ein erstes Mal besucht auf seiner zweiten Missionsreise, da war er aber nur kurz. Dann auf der dritten Missionsreise war er lange, lange dort. Der hat die richtig gecoacht, ganz, ganz eng. Erstmal so 3 Monate in der Synode. Später dann hat er sich eine Schule gemietet und 3 Jahre lang täglich im Wort unterrichtet und gleichzeitig evangelisiert, und Gott hat unendliche Werke getan, geheilt, Wunder geschenkt, ist Menschen begegnet. Das war einfach eine sehr, sehr enge Verbundenheit. Die ersten 3 Kapitel, wo dieses Gebet am Ende ist, das ich vorhin vorgelesen habe, da ermutigt Paulus dieses Eingewurzeltsein in der Liebe. Er ermutigt, bevor es an die Geschichte der Gemeinden geht, das sind die Kapitel 4 bis 6, die Kapitel 1 bis 3, ist die Geschichte des Evangeliums hammermäßig zu lesen. Wie kann man in so wenigen Worten das ganze Evangelium fassen? Ich kann es nur empfehlen, leider sprengt es hier den Rahmen. Ich versuche mich schon so zu fassen, dass wir wirklich was mitnehmen können. Diese Fürbitte von Paulus am Ende, da sagt er, bleibt doch eingewurzelt in dieser Liebe. Und auf der dritten Missionsreise, Paulus ist 3 Jahre dort, und am Ende, vor dem Ende seiner dritten Missionsreise, schaut er dann nochmal vorbei. Dazwischen eine Gemeinde mit vielen Kämpfen, die Leute fürchten um ihren Erwerb, Artemis-Kult, der große Artemis-Tempel, eine der 7 Weltwunder, also wirklich ein Riesending. Es gab viel Aufruhr und so weiter, weil die Leute fürchteten, dass durch die Predigten und die Worte von Paulus die Leute sich echt bekehren und kein Interesse mehr daran haben. Und am Ende hat er nicht mehr viel Zeit, er spricht mit den Ältesten und er sagt da, habt Acht auf diese Gemeinde, habt Acht auf diese Liebe und auf diesen Glauben. Und dann, wenn wir in der Offenbarung die Sendschreiben lesen, dann steht da eines. Offenbarung 2,1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe ich, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Sehr viel Wertschätzung. Aber ich habe gegen dich, dass du meine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tu die ersten Werke. Wir finden das an vielen, vielen Stellen. Hoffnung, Glaube, Liebe, das Höchste aber ist die Liebe und so weiter und so fort. Und wenn wir in unser eigenes Leben gucken, das ist doch das, was uns nährt und trägt. Es geht immer um Liebe und Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gott will keine Mitarbeiter. Da gibt es schon eine ganze Menge. Gott braucht Menschen, wo er sich der Beziehung sicher sein kann, weil er uns so viel gibt. Er hat seinen Sohn gegeben. Und nicht alle Umstände in unserem Leben sind gut oder bleiben gut oder wie auch immer. Aber diese Liebe bleibt, und wenn schon da viele Umstände sind, wie wäre es denn dann noch ohne die Liebe Gottes? Ich war selbst schon 2-mal tumorkrank in meinem Leben, und da habe ich ein Buch gelesen von einer Frau über einen Hirntumor, und sie ist gefragt worden, wie sie denn in dieser Zeit überhaupt an Gott dranbleiben kann, und sie hat gesagt, wie kann ich denn in dieser Zeit nicht an Gott dranbleiben? Aber das muss man spüren, da müssen wir überschwappen, da müssen wir Leute treffen, die in diesem Hunger unterwegs sind. Ich möchte uns auch ermutigen, nicht zu erschrecken. Habe ich denn die erste Liebe verloren? Ja, das, ich würde mal sagen, das ist vielleicht so eine ähnliche Wellenbewegung wie auch in Ehen. Die Flugzeuge im Bauch bleiben nicht bestehen über 50, 60 Jahre. Wir brauchen immer wieder eine Initialzündung. Meine Beziehung zu Jesus ist, ja, nur so, immer wieder mal. Immer wieder mal werden andere Dinge wichtig. Jetzt die Wohnungssuche. Oh, ich bin schon anfällig für große Häuser und tolle Autos davor. Weiß nicht, was ich die letzten Jahre gemacht habe, dafür geschafft nicht. Aber letztendlich hält und bleibt wirklich diese Liebe. Das ist das, was uns nährt. Und da mal weiter weg zu sein und mal näher dran zu sein, ist Normalität. Das, was Ephesus da passiert, kickt sie nicht raus. Gott macht sie aufmerksam und er sagt, hey, ich weiß genau, was euch nährt, jeden Einzelnen von uns und uns als Gemeinde, eingewurzelt in dieser Liebe. Es könnte kein Sturm uns entwurzeln. Die Liebe als das Zentrale im Sturm jedes Einzelnen und auch in den Stürmen von der Gemeinde. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben hier ein sichtbares Kirchengebäude. Ich freue mich immer, wenn ich herfahre. Ich habe das neulich meinen Neffen erklärt. Die Kirche mit dem grünen Dach. Ich habe sonst noch keine Kirche mit so einem grünen Dach gesehen. Der Turm da oben ist grün. Vielleicht Farbe der Hoffnung. Ich habe keine Ahnung, da muss ich mich noch erkundigen. Das ist meine Kirchengemeinde. Wir sind hier zentral im Ort mit einem hohen Turm. Die Leute gucken. Die wissen, hier ist eine Kirche. Und David Bosch hat gesagt, die Kirche schuldet der Welt Hoffnung. Christen können Neues wagen, weil Gott alles neu machen wird. Wenn Gott einmal alle Tränen abwischen will, können wir uns nicht mit Tränen zufrieden geben oder Ungerechtigkeiten dulden. Die Kirche schuldet der Welt Liebe. Jesus hat sich selbst als Diener verstanden. Er hat sein Leben aus Liebe dahingegeben, wegen seiner Narben, glaubten die Jünger. Bis heute sind Christen dazu aufgerufen, als Dienende die Liebe Christi zu verkünden. Ich finde das ein Appell. Ich kann dem nachgehen, wenn ich weggucke von mir. Okay, ja, wir haben auch was zu geben. Manchmal passiert es, dass wir um uns selber kreisen und der eigene Alltag so schwer wird. Die eine Freundin, die mich anrief vor 2 Tagen, weil wir eben über diese Wasserflut sprechen wollten und was können wir jetzt tun als Freunde? Fahren wir dahin und helfen, egal wie? Dann hat sie mich gefragt, wie geht's dir, Marika? Und ich habe gesagt, das ist ja jetzt mal gerade gar kein Thema. Und dann sagte die Freundin, ja, gell, schlimmer geht immer. Das ist kein Prinzip, in dem ich nicht wichtig bin. Und gleichzeitig steckt doch was drin. Also meine Traurigkeit, mein Abschied von meiner tollen Wohnung, mein Neustart, mir in einer neuen Wohnung ein Zuhause einzurichten, ist so im Vergleich mit dem, dass da alles unter Wasser steht. Und das ist ja noch nicht das Ende, was sich da abzeichnet. Ich möchte uns ermutigen, diese Covid-Zeit kam dazwischen. Andreas Malessa, finde ich, hat uns angestoßen. Unsere Sehnsucht wurde deutlich mit der Überschrift von diesem Kongress. Wer sind wir als Gemeinde? Und wir diskutieren das im Sogo-Team gerade. Wer sind wir als Gemeinde? Wo wollen wir hin? Und es ist wichtig. Wir sind nicht einfach Kirche, weil wir Landeskirche sind und weil es die ewig schon sowieso gibt. Jesus braucht jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, dass wir bewusst wieder anfangen müssen, nach diesen Zeiten, wo wir uns über Zoom gesehen haben oder überhaupt nicht gesehen haben, dass es mit Begegnung anfängt. Ich sehe bei Jesus eine ganz klare Arbeitsreihenfolge. Zuerst war er mit dem Vater, dann war er mit den Jüngern, hat gegessen und dann ist er in den Dienst. Und vielleicht ist es für uns jetzt dran, uns neu zu finden, zu überlegen, wie kann das passieren, wie können wir uns neu finden. Wissen wir, wie es den anderen gegangen ist in dieser Zeit, wo wir so wenig Begegnung hatten? Wissen wir, wie es dem Einzelnen geht? Bin ich auch im Bilde drüber, wie es mir geht? Wie geht es uns als Gemeinde? Vielleicht fangen wir bewusst an, dem gepflanzten Baum letztes Jahr, wo es uns dann rausgeschnalzt hat, eine Bedeutung zu geben. Dass es wirklich ein Zeichen ist für das, was auf unserem Herzen ist. Uns neu finden, als Gemeinde fragen, was, wenn wir im Miteinander stehen, kann unser Dienst auch für Pfalzgrafenweiler sein, für den Nächsten, für Familien. Wer kennt es nicht? Die Zeit der Kinder, wenn die so kurz sind, aber so herausfordernd. Das läuft nirgends einfach nur heilig ab. Wie können wir uns da ermutigen? Wo können wir offen werden? Was sind unsere Ressourcen, Gelähmte nach innen zu transportieren, zu viert durch ein Dach zu tragen? Wie stützen wir uns gegenseitig im Zusammenwachsen hin zu diesem Eingewurzeltsein in der Liebe? Was kann das bedeuten als Einzelner, als Gemeinde? Können wir einander dienen, um hineinzukommen in diesen Zustand des Eingewurzeltseins in der Liebe des Vaters, wo kein Orkan diesen Baum entreißen kann? Was dient, damit Menschen errettet werden und täglich hinzukommen? Ich möchte auch nochmal betonen, es geht nicht um Arbeit, nicht um Hemdsärmel hochkrempeln. Keine Angst vor Stress, so wie ich es vorhin vorgelesen habe, Apostelgeschichte 2,46, mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Gestern Abend habe ich eine Chance verpasst. Schlichtheit des Herzens, keine große Predigt in einer Gemeinde. Das wäre Alltag gewesen. Nicht aus uns, sondern im Vertrauen, dass Gott es in uns und mit uns tut. Dafür gemeinsam Bewusstsein entwickeln. Das wäre mein Herz. Wir trauen nicht auf uns, wir trauen auf Gott. Aufstehe zum Gebet. Vater, wir trauen auf dich. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der ein guter Hirte ist, der uns führt, der uns leitet, der uns versorgt. Und deswegen trauen wir auf dich. Vater, wir möchten dich bitten, für unsere Gemeinde, für unser Miteinander, für jedes Mitglied in unserer Gemeinde, auch im Ort, Ich möchte dich bitten für alle Kranke, dass du sie segnest, für jeden, der leidet, der Mühe hat. Bitten wir dich um dein Segen. Unsere Gemeinde möchten wir dich einfach auch bitten für die Jugendreferentenstelle, die jetzt ansteht. Ja, dass du jemand auch wieder herführst, den Job vom Simon weitermacht. Ich möchte auch Danke sagen für das, was der Simon Tischer gemacht hat, die letzten Jahre, und wie er sich eingebracht hat. Vater, wir möchten auch an die Gebiete denken, die gerade echt von Hochwasser, von Überflutungen voll betroffen sind. Ich möchte dich bitten, dass du ja, das Hochwasser einfach auch abklingen lässt, dass du Orte verschonst, dass du schenkst, dass Deiche haltet oder Dämme haltet, und dass du dich zeigst den Menschen, die betroffen sind. Ja, und für alles, was jetzt nicht eingeschlossen ist, das alles möchte man einpacken in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt. Amen. Amen. Dürft ihr euch wieder setzen? Mir noch ein paar Infos aus der Gemeinde. Habe es gerade schon im Gebet erwähnt. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon. Unser Jugendreferent Simon Tischer wechselt seine Arbeitsstelle nach 11 Jahren, wo er jetzt dann hier ist in Weiler. Ich möchte mal einfach dran denken an ihn und alles, ja, auch sehr, was er gemacht hat. Und dazu gibt es einen Abschiedsgottesdienst. Könnt ihr euch schon mal vormerken, am 12. September nach der Sommerferien wird ein Abschiedsgottesdienst sein. Und es wäre schön, wenn alle aus der Gemeinde teilnehmen. Dann hat die Britta uns noch einen kleinen Beitrag. Britta ist ja in der Landessynode dabei, dem Kirchenparlament von Württemberg. Und da hast du uns ein paar kurze Infos. Ich habe keinen kleinen Beitrag, ich wollte nur einfach wieder sagen, ich war wieder dort, es war Sommersynode, 2. und 3. Juli. Macht mir nach wie vor sehr Freude, bin manchmal selber erstaunt, dass es so ist. Spannend war, der Nominierungsausschuss wurde zusammengestellt, weil nächstes Jahr wählen wir den Landesbischof. Und da gibt es jetzt einen Ausschuss, der dann eben die Kandidaten präsentieren wird. Es geht jetzt in die spannende Phase, da wird viel politisiert und viel geschwätzt und gemacht und das ist einfach sehr spannend so mitzukriegen. Und es ging viel um die, Achtung, trockener Begriff, mittelfristige Finanzplanung. Aber was passiert? Ich kann einen wunderbaren Bogen schlagen zu dem, was Marika so wunderschön vorhin gesagt hat. Wir müssen uns einfach überlegen, als Landeskirche, wo geht es in Zukunft hin? Und eins ist klar, es geht nicht so weiter, wie es bisher war und wie wir das kennen. Wir werden irgendwie eine Minderheit der Kirche werden und irgendwie wird das alles irgendwann mal anders aussehen als das, was uns als verfasste Kirche so bekannt ist. Aber, du hast es vorhin gesagt, wir sind nicht Kirche, weil wir evangelische Landeskirche sind und weil das halt schon immer so war. Und das braucht uns alles gar nicht so zu ängstigen, tut es mich auch nicht. Es wird anders werden, aber ich vermute, vielleicht wird diese Gemeinde diesem Vorort, diesem von Mensch zu Mensch, das, was Marika vorhin gepredigt hat, und ich hoffe echt, ihr habt es alle mit offenen Herzen gehört, vielleicht wird es einfach noch viel, viel wichtiger als das, was wir als System, als verfasste Kirche, als Volkskirche, als was auch immer zu sein meinet oder was mir so kennt. Und vorhin am Rande kurz so ein kleines Gespräch gehabt, wo sie sagt, ja, ich habe mal wieder überlegt, aus der Kirche auszutreten. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber vielleicht müssen wir das gar nicht so überlegen, sondern einfach nur überlegen, was können wir vor Ort mit dieser Liebe die wir haben und in der wir eingewurzelt sind, weitergeben, einfach da, wo wir stehen. Es spielt nicht unbedingt eine Rolle, ob wir das in der Landeskirche tun, in der Freikirche tun oder wo wir das tun. Aber dass wir es tun in unserer Gemeinde vor Ort und hier, das wird nach wie vor eine noch viel, viel größere Rolle spielen. Und bei allem, was so drumherum ist, das kann man, wenn man das will, kann man das alles nachlesen im Internet oder sonst wo, was da die Landessynode gemacht hat. Aber ich glaube, darauf wird es rauslaufen, wird immer rauslaufen, aber das dringt so langsam aber sicher ins ganze System auch durch. Also wer mag, der spricht mich für Einzelheiten einfach weiter an und ansonsten viele Grüße aus Stuttgart an dieser Stelle. Vielen Dank, Britta. Noch ein paar Infos zu Gottesdiensten. Nächsten Sonntag, 25. Juli, findet ein ökumenischer Gottesdienst statt am Zinsbach unten mit Pfarrer Günther und Roma, 10.30 Uhr. Der nächste Sogo wird am 1. August sein, um 11.15 Uhr, auch am Zinsbach, auch mit Pfarrer Günther und dem Sogo-Team. Und in dem Gottesdienst ist die Besonderheit, dass da Nora Friese, Tochter von Carina und Stefan, und Eliam Weiß, Sohn von Jürgen und Nina Weiß, getauft werden. Dazu möchten wir kurz beten. Vater im Himmel, du hast Carina und Stefan Friese und Nina und Jürgen Weiß diese Kinder geschenkt. Wir danken dir dafür. Wir wollen sie Jesus Christus anvertrauen. Und bitte hilf Nora und Eliam, dass sie Vertrauen fassen zu dir und deinem Wort. Amen. Das Opfer vom heutigen Sogo ist bestimmt für die Apis. Die Opferkästen stehen an der Ausgänge. Vielen Dank für eure Gabe. Zum Schluss muss ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr bitte die Abstandsregeln einhaltet, wenn ihr die Kirche verlasst. Und ich möchte euch noch das Segen zusprechen und zum Abschluss werden wir dann noch ein Lied singen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir singen noch ein Lied. Du bist der laue Wind auf meiner Haut. Du bist der Tau auf dem Gras, wenn der Morgen graut. Du bist die Sonne, die mein Gesicht bescheint. Du bist der Himmel, der sich mit der Erde vereint. Du bist das frische Wasser, das mich benetzt. Du bist das kühlende Eis, wenn ich mich verletz. Du bist das volle Glas, das meinen Durst stillt und dabei trotz allem weiter überquillt. Das bist du und noch viel mehr. Was auch immer ich brauch, kommt von dir her. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Wo auch immer ich bin, du bleibst der Herr. Am Ende der Nacht, du bist die Hoffnung, die jetzt von neuem erwacht. Du bist das Lächeln, das meine Stimmung hebt. Du bist der wortlose Trost, dass er mich versteht. Das alles bist du und noch viel mehr. Was auch immer ich brauch, kommt von dir her. Deine Liebe ist tiefer als das Meer. Wo auch immer ich bin, das bist du und noch viel mehr. Was auch immer ich brauch, kommt von dir.